Herzlich willkommen hier bei mir zu Hause auf Bali. Heute zum Thema Dankbarkeit. Ich hatte im letzten Video dich eingeladen, und falls du es noch nicht dir angeschaut hast, rate ich dir dahin zurückzugehen, wie man Schönheit und das schöne Sehen benutzen kann, um seine eigenen Schwingungen anzuheben, um deine Schwingungen zu erhöhen und damit deine Wünsche und Ziele auch schneller manifestieren zu können. Denn eins hat das Universum uns gezeigt: je schneller wir schwingen, desto schneller manifestieren sich unsere Wünsche. Aber nicht immer ist das Leben so einfach oder so angenehm oder ja, sind wir in der hohen Schwingung und müssen uns ein bisschen helfen. Entweder halten wir unsere Schwingung hoch mit dieser nächsten Technik oder wir bringen sie aus dem Keller wieder rauf. Und das ist die Übung der Dankbarkeit, die ich mein Leben lang schon mache. Ich habe irgendwie das in die Wiege gelegt bekommen, vielleicht auch von meiner Mutter abgeschaut. Aber es ist auch eine Technik, die die Ishayas, die die Lehren vom Yoga Sutras, vom Patanjali niedergeschrieben und vom Christentum vereint hatten und spirituelle moderne Mantren daraus geschaffen hatten. Und die letzte Variante war, wie wir Schönheit sehen, benutzen können, um uns anzuheben, indem wir immer wieder auf das achten, was schön ist, das fühlen, einen Atemzug nehmen und es in uns und auf uns wirken lassen. Der nächste Schritt ist Dankbarkeit fühlen. Wenn wir unser Herz geöffnet haben, indem wir Schönheit bewusst wahrgenommen haben. Ich lade dich jetzt mal kurz ein. Such dir etwas um dich herum aus. Egal was es ist. Ein Bild an der Wand, eine Blüte vor dir, der Sonnenstrahl, der gerade reinkommt, die Wolke, die gerade vorbeizieht. Irgendwas um dich herum oder was du gerade anhast, was du schön empfindest. Was ist das? Und lass deine Augen darauf mal wandern. Und sage dir geistig, das ist schön. Fühle das Gefühl, was dann bei dir entsteht, indem du auf etwas schaust, was sich schön anschauen lässt und was du als schön empfindest. Denn damit bekommst du gleichzeitig das Gefühl einer helleren Schwingung. Meistens öffnet sich unser Herz. Und jetzt lade ich dich ein, den nächsten Schritt zu machen. Dieses sind so die modernen westlichen Mantras, die wir benutzen können. Wir müssen nicht irgendwelche Rosenkreuz-Gebete hinbeten oder hinduistische Mantren auswendig lernen, deren Bedeutung wir kaum kennen, sondern wir können einfach uns fragen, wofür bin ich dankbar? Und da gibt es so viel, für das wir täglich jede Sekunde dankbar sein können. Denk du jetzt mal an drei Dinge. Zuallererst das Erste, wofür du jetzt gerade dankbar sein könntest. Für mich ist es jetzt einfach, hier sitzen mit dem Sonnenlicht, was reinströmt, in diesem wunderschönen Ambiente des schönen Hauses hier auf Bali. Was ist es für dich? Und während du dran denkst, wofür du dankbar bist, fühle auch das Gefühl, was sich in deinem Herzen öffnet, wo du das Gefühl der Dankbarkeit in dich hineinlässt und in dir sich ausweiten lässt. Lasse deine Kreise größer werden. Ein Gefühl von Dankbarkeit, andere Dinge berühren, die in deinem Leben dir jetzt gerade bewusst werden, dass du dankbar dafür bist. Es mögen wichtige oder kleine Dinge sein. Das Wichtigste ist dein Bewusstsein, das einen Schritt zurücktritt und sich dann die Schönheit anschaut.
Es gibt so viel, für das wir dankbar sein können. Und spüre, wie diese Dankbarkeit Wellen in dir schlägt. Vielleicht bis hin in deinen Geist hinein, durch dein Herz. Und im Anschluss dieses Videos lade ich dich ein, 5 Minuten in Stille zu verweilen, um deine Welt anzuschauen, um dir bewusst Dinge zu veranschaulichen, für die du dankbar sein kannst. Lass dein Gefühl jedes Ding für sich genießen, als würdest du einen Tee trinken und an jedes Teil, einen jeglichen Aspekt fühlen können, genießen können. Es ist in dem sich zurücklehnen, in dem Bewusstwerden, dass das Bewusstsein das Leben genießt, dass wir genießen meistern, dass wir unsere Schwingung anheben und noch glücklicher werden, als wir es vorher waren. Wenn wir negativ drauf waren, kann es uns anheben. Wenn wir gut drauf waren, kann es uns weiter anheben und in eine noch schönere Welt verzaubern. Und damit kommst du, wenn du das täglich machst, in eine hellere Schwingung. Schau in dem Kurs, den ich anbiete, 365 Tage, Manifestationskurs. Da habe ich eine Meditation, die auf der App dazu dem Kurs gehört, wo wir jeden Abend damit abschließen, uns bewusst etwas vor Augen zu führen, für das wir dankbar sind, was gut gelaufen war. Denn allzu oft übergehen wir die guten Dinge und denken selten daran, worauf wir stolz sind am Tag gewesen waren, was gut gelaufen war. Und ich lade dich ein, am Ball zu bleiben, täglich diese Dankbarkeit zu fühlen, zu sehen, wahrzunehmen und in dir zu trainieren. Und du wirst sehen, dein Leben wird immer besser werden. Die Dinge, die nicht so gut laufen, wirst du verbessern. Die Dinge, die gut laufen, werden größer dir erscheinen und dein Herz erfüllen. Ich lade dich ein, wie auch immer du magst, bei mir weiterzumachen. Komm auf meinen YouTube-Kanal zu weiteren interessanten Inspirationen, Newslettern und Ideen, Tipps und Tricks zum besseren Leben in einer helleren Schwingung. Oder schau dir zum Beispiel den Kurs hier weiter unten an, wo ich pro Monatsbeitrag von 15 Euro zurzeit 4 Meditationen von jeweils einer halben Stunde anbiete, jeweils einmal in der Woche. Jeden Tag ein Video zur Inspiration, zu Gedanken, wo wir mitwachsen können. Und einmal im Monat eine Live-Gruppen-Meditation, zu der wir uns treffen und austauschen oder als Aufzeichnung bekommen. Alles für 15 Euro. Es ist mein super bestes Angebot, um vielen Menschen den Zugang dazu zu schaffen, an sich zu arbeiten und mit deiner und unserer helleren Schwingung eine bessere Welt zu kreieren. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf eine weitere Begegnung mit dir. Namaste.